And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we stole the manuscript, or we stole a manuscript from the man known as Khan, or Molnar. It was an ancient manuscript describing the history of the Templars. We did decipher a little bit of it, but in order to gain more knowledge, we need to talk to an archaeologist named Lobino. Oh, hi. But first we are going to talk to this... Hallo, mein hübscher Freund. Yeah, a nice old lady there. I think we haven't... So there are some items that we haven't shown her yet, like this one, the photo of the killer. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Herzchen. What can you say about this security card? Können Sie mir etwas über diesen Pass erzählen? Ich kann sehen, dass er Ihnen nicht gehört. Woher wollen Sie das wissen? Bitte beleidigen Sie meine Intelligenz nicht. Wenn Sie ein Elektriker sind, dann esse ich meine Löwenmäulchen ohne Senf. Sie sind eine bemerkenswert talentierte Dame. Yeah, she is not as stupid as she might appear. Können Sie mir etwas über dieses Streichholzbriefchen sagen? No, nicht direkt. Nur eines. In Paris gibt es keinen Club Alamut. Now that's a very important hint right there. So that already foreshadows that we probably have to do some traveling in order to make progress. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Indeed we will. At some point. Right now we want to go to the Musée de Grün. Or Musée Grün. And talk to Lobino. This museum, the scenery, actually very much reminds me of a certain public park in Paris. The Jardin. How's it called? Jardin des Plantes, which is situated near one of the universities of Paris. Let us have a look around. Ich überlege, ob ich meine Faust durch das Glas donnern, das Fenster aufreißen und dann triumphierend ins Gebäude springen sollte. Doch dann denke ich, nein, das ist doof. Außerdem könnte ich mir wehtun. I really liked the voice acting of George Stobart is really fantastic. Also of the voice acting of Nicole is very good, but especially the one of George Stobart is just fantastic. Yeah, that's a museum. It's a bit of an eclectic mix of... Well, actually, it doesn't look like a museum at all. I don't think you would have this kind of mix between Egyptian things and American culture. That's a bit of a weird mix. But let us have a look around anyway. Die Statue hat es echt nicht verdient, von so einem Banausen wie mir herumgeschubst zu werden. Ich versuche mit der Hand reinzugreifen, als der Wächter gerade mal nicht hinsieht, aber die Vitrine ist abgeschlossen. Excuse me, George. You're in a museum. You are not supposed to touch things. Ich versuche, die gläserne Abdeckung der Vitrine hochzuheben, aber sie rührt sich nicht. Ich versuche mit der Hand reinzugreifen, als der Wächter gerade mal nicht hinsieht, aber die Vitrine ist abgeschlossen. Okay, that's a bit strange. So the first thing that George tries to do is to touch the items of the exhibition. Die Vase ist leer. Ein so seltenes und wunderschönes Objekt zu berühren wäre barbarisch. Indeed it would be. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen.
Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. That's a bit, yeah, out of place. I mean, okay, this is a video game, but still. Just imagine this would happen in real life. You enter a museum, you start touching, nearly destroying the exhibition items. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Or you would open a 3000-year-old sarcophagus. Ich entweihe keine Gräber. I think you just did, in a certain sense. Let us look at this very obvious tripod, which is exactly the same tripod that we saw in the manuscript. In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. So that's another important clue. So there's a connection to Ireland. Apparently, Lobineau doesn't seem to be here. Let us talk to the security guard. Verzeihung. Oui, Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh nein, wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Okay, we won't talk to him today, but there are some things that we can ask the security guard. Like what's with the tripod? Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. John Dee was a famous alchemist who also wrote, I think a book called, I think he wrote a book about Atlantis. And he is, okay, some people claim that he also authored the works of Shakespeare. Well. Was ist so aufregend an John Dees Dreibein? Dee war der berühmteste Kontortionist des 16. Jahrhunderts, der Houdini seiner Zeit. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontortionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen, kein Dreibein. Egal, was immer er war, auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Dee was an alchemist. He actually invented a certain symbol. So the alchemists, they used some certain symbols to refer to elements like a mercury, and silver and so on, which also symbols which represent certain planets. So there was a sort of a correspondence between planets and elements. And well, John Dee, he invented a new kind of alchemist symbol. Was für Experimente hat dieser John Dee mit seinem Dreibein gemacht? Och, das Übliche. Haben Sie in der Schule denn keine Chemie gehabt? Schon, aber wir haben Taumatologie übersprungen. So we don't know anything about the tripod, do you? Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte? Aus der Vitrine herausnehmen? Ah, no. Dieses Dreibein wird von einem raffinierten Überwachungssystem gesichert. Wie raffiniert? Eine ohrenbetäubend laute Klingel. That doesn't sound very sophisticated. Wie wird die Alarmglocke ausgelöst?
Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert für Ihre Alarmanlage doch etwas gewagt ist. Sie hat bisher noch nie versagt. Die Raffinesse liegt in ihrer Einfachheit. Could... Could very well be. Do we know anything at all about the Templars? Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Are you sure? Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sagt er überhaupt nichts über John Dee? Wie schrecklich. Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Das bisschen Bildung, das ich besitze, verdanke ich meinem Onkel. Er war Optiker, hatte in seiner Freizeit aber auch die Lehrerstelle an der Dorfschule inne. Er hat mir das Alphabet beigebracht. Naja, 19 Buchstaben davon. Die unterste Linie auf dem Schaubild war so klein, dass nicht mal er sie lesen konnte. Also hat er sie einfach ausgelassen. Warum fangen Sie nicht nochmal an und gehen in die Abendschule? Wissen Sie, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Meinen Sie, wenn ich viel lerne und alle Hausaufgaben mache, könnte ich Professor für Geschichte werden? In Ihrem Alter träumen Sie weiter. Ah, oh, that's... That's very cynical of you, George, but probably realistic. In fact, I once I went to Paris and I was in a, I went to a, I think Vietnamese restaurant, which was a family-owned business, and one of the waiters came to me, and we got talking, and it turned out that he actually wanted to become an archaeologist. Despite the fact that he was, I think, already over 30, and, well, he was stuck there in this restaurant. Yeah, but it's not forbidden to have dreams, is it? Let's ask him about the manuscript. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Was können Sie mir über die Münzsammlung erzählen? Seltene Silbermünzen aus der Regierungszeit von Philipp dem Schönen. Dieser kleine Schatz lag jahrhundertelang in einem Feld vor den Toren von Paris vergraben. Die Münzen sind einmalig. In ganz Europa wurde nichts Ähnliches gefunden. Wer war Philipp der Schöne? Das wissen Sie nicht. Philipp der Vierte, König von Frankreich. War das nicht der Typ, der die Tempelritter ausradiert hat? Keinen blassen Schimmer, Monsieur. Ich weiß nur, dass er König von Frankreich war. Ich weiß noch nicht mal, warum er Philipp der Schöne hieß. At least you know that, well, that he was the fourth king of France. Was können Sie mir über die Scherbensammlung erzählen? Das sind die Überreste von Töpfen, die die Ureinwohner von Paris benutzten. Die Pariser Pottmenschen. Wann sind sie weggezogen? Vor 15.000 Jahren, Monsieur, verschwanden im Nebel der Zeit. Hatten nicht einmal Zeit, ihre Pötter einzupacken. Ich dachte, die Ureinwohner von Paris wären ein Stamm gewesen, der als Parisii bekannt war. Das ist richtig, Monsieur. Waren berühmt für ihre Töpfe. Sehen Sie, in jenen Tagen besaßen die Leute nicht sehr viel. Ein paar Feuersteine, ein paar Tierhäute, vielleicht auch mal einen Knochen oder zwei. Und dann, als die Parisi mit ihren Pötten auftauchten, wollte natürlich jeder einen haben. Ich nehme an, dass das so eine Art Kaufrausch ausgelöst haben muss. Oh, oui, Sie haben den Markt total leer gefegt. I think you're just making this up. Sie haben keine Ahnung von diesen Töpfen, nicht wahr? No, Monsieur. I thought so, okay.
What do you know about this clown's nose? Kennen Sie diese rote Nase? Ich glaube nicht. Hm, do you know a killer named Khan? Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Sollte ich ihn kennen? Vermutlich nicht. What do you know about this security IC card that you don't know anything about? Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. What do you know about this ancient artifact of mine? Was sagt Ihnen dieses Werkzeug? Das gehört in ein Museum. Wie bitte? Das ist ein unbezahlbares geschichtliches Artefakt, wenn ich mich nicht sehr irre. Nein, es ist ein ganz normales altes Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel öffnet. Do you know anything about this box of matches, by any chance? Haben Sie jemals vom Club Alamut gehört? Oh nein, in solche Etablissements gehe ich nicht. Hm. Let me shake your hand. Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. This is sort of a running gag. So eventually we are going to use this, but until then, the game is coming up just with various hilarious ways why people have a reason not to shake your hands. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Absolut eklig, Monsieur. I would agree. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, that's... So, Lobino is not in here. It's not in the museum today. That means we have to come back later. But we learned something new. Das Dreibein ist ohne Zweifel das auf dem Manuskript. Die Templerverbindung bestätigt das. Ich bin versucht, nach Irland zu fahren und das nachzuprüfen. Yes, we learned something new, that there's a connection to Ireland. And when we'll come back, folks, we should perhaps go to Ireland. So until next time, folks, until then.